Hey und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist mein Thema sich selbst verletzen. Kurz vor den Sommerferien habe ich ein Mädchen gesehen, das bei 40 Grad im Schatten mit langärmigem Sweatshirt und langer Hose rumgelaufen ist. Abgesehen davon, dass mir da gleich noch heißer wurde, hatte ich Mitleid mit ihr. Ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, die sich selbst verletzen. Ritzen ist wohl die häufigste Form von Selbstverletzung. Dabei schneiden sich die Leute mit scharfen Gegenständen wie Messer, Rasierklingen oder Scherben in die Arme oder in die Beine. Und natürlich verbergen sie diese Wunden, es soll ja keiner sehen. Aber es gibt auch noch andere Formen der Selbstverletzung. Zum Beispiel das sogenannte Kopfschlagen. Dabei wird mit den Händen gegen Gesicht und Kopf geschlagen oder auch der Kopf gegen eine Wand. Dann gibt es das Haare ausreißen, das sich selbst beißen und andere ganz fürchterliche Dinge, die ich hier nicht alle nennen will. Das sich selbst ritzen ist allerdings mit 72% die häufigste Form. Deutschland ist das Land mit dem höchsten Anteil an Selbstverletzungen. 25-35% der Jugendlichen tut sowas zumindest einmal. Man geht davon aus, dass über 5 Millionen Jugendlichen davon betroffen sind. Und nach dem Tod durch Verkehrsunfälle ist das die zweithäufigste Todesursache unter Jugendlichen. Zwar ist bei Selbstverletzungen nicht die Absicht, sich selbst umzubringen, aber es passiert offenbar immer wieder. Was bewirkt dieses Verhalten? Wie kommen die Leute dazu, sowas zu machen? Und warum so viele? Offenbar ist das Einsteigeralter zur Selbstverletzung 12 bis 15 Jahre. Im Alter von 13 gibt es die meisten Leute, die damit anfangen. Man ist sich nicht sicher, aber offenbar werden bei Selbstverletzungen Stoffe vom Körper ausgeschüttet, die schließlich dazu führen, dass eine Abhängigkeit auftritt. Die Leute werden süchtig nach Selbstverletzung. Der Auslöser dieses Verhaltens ist oft Liebeskummer oder Ärger mit den Eltern. Allerdings ist es genauso möglich, dass die Ursache für solch ein Verhalten schon in der Kindheit zu finden ist. Aber ich will hier keine therapeutischen Ratschläge geben, das überlasse ich lieber den Profis. Für mich stellt sich eine andere Frage. Wie können wir den Jugendlichen helfen? Es ist genau mein Alter, wo Leute damit anfangen. Ich weiß nicht, ob du das selbst schon mal gemacht hast oder jemanden kennst, der es tut. Aber ich glaube, dass es Jesus sehr traurig macht. Er hat dir deinen Körper geschenkt, dein Leben. Wie kommt es, dass du ihn zerstören willst? In der Bibel steht, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und du bist wunderschön gemacht, auch wenn du es vielleicht selbst nicht glaubst. Und Jesus hat einen super Plan für dein Leben. Er liebt dich so sehr, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist und dass du leben kannst. Er hat für deine Schuld bezahlt, ein für alle Mal. Das heißt, du musst nicht noch etwas erleiden, damit du frei bist. Jesus hat alles bezahlt, den höchsten Preis, der möglich ist. Du kannst nicht mehr drauflegen. Manchmal finden wir unser Leben echt doof, vor allem in der Pubertät. Alles verändert sich, unser Körper, einfach alles. Wir wissen nicht, warum wir so oft schlechte Laune haben. Aber weißt du, das geht nicht nur dir so, das geht jedem so. Und das Beste ist, das ist die Vorbereitung auf absolut großartige Abenteuer. Und wenn du Liebeskummer hast, ganz ehrlich, sei doch mal ein bisschen mehr sauer auf den anderen als auf dich. Wenn er dich nicht will, Pech, dann kommt ein anderer, der viel besser ist. Und vielleicht wird er sich dann ganz schön ärgern, dass er dich hat abblitzen lassen. Jesus hat den tollsten Typen bzw. das coolste Mädchen für dich. Weine niemandem nach, der es nicht verdient hat. Vertraue Jesus. Vielleicht denkst du jetzt, super, ich kenne Gott gar nicht. Dann schlage ich dir vor, dass du ihn einfach mal testest. Das ist okay, er hat es selbst vorgeschlagen. Wenn du willst, dann sag einfach, hey Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Ich will es mal mit dir versuchen. Hier bin ich. Also wenn du selbst betroffen bist oder jemanden kennst, der sich selbst verletzt, dann suche dir Hilfe. Frage jemanden deiner Gemeinde. Schäme dich nicht, nach Hilfe zu fragen. Wenn du willst, kannst du mich auch auf Instagram anschreiben. Vielleicht brauchst du nur mal jemanden zum Reden. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ihr könnt uns gerne abonnieren und die Glocke einschalten. Und dann bis zum nächsten Mal.